Adventskranz brennt die erste Kerze. Wir sind in der Woche des ersten Advents. Das Kirchenjahr wird wieder neu und unser Gesangbuch fängt ebenfalls bei der Nummer 1 von vorne wieder an mit den Liedern. Das erste Lied in unserem Gesangbuch ist das berühmte Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wir warten im Advent. Einige aufs Christkind, die anderen, dass es endlich vorbeigeht. Und manche warten auch auf das, was Gott in der Welt tut. Leider ist es so, dass wenn man wartet, kann man ja die Ereignisse nicht beschleunigen, sondern sie haben ihre eigene Zeit. Wenn Gott kommt, kommt er so, wann und wie er will. Es gibt nicht nur ein Warten, das die Zeit totschlägt, es gibt auch ein ganz aktives Warten. Und das wird in dem vierten Vers von diesem wunderschönen Lied, Macht hoch die Tür, beschrieben. Der heißt, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit, die Zweiglein der Gottseligkeit, steckt auf mit Andacht, Lust und Freud, so kommt der König auch zu euch, ihr Heil und Leben mit zugleich, gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. So können wir warten auf das, was Gott tut und was sich an Weihnachten erfüllen wird, dass er selbst zur Welt kommt, indem wir die Türen unseres Lebens für ihn öffnen und nicht verschließen, indem wir unser Herz zu einem Tempel machen, in den er einziehen kann, indem wir nicht nur grüne Zweige in der Wohnung verteilen, sondern sie aufstecken als Zeichen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Und dann kommt der König auch zu uns und macht unser Leben hell. Ein guter Rat aus alter Zeit in einem schönen Lied. Zu Hause in den vier Wänden dürfen wir es auch einmal singen. Ich wünsche uns einen ganz gesegneten Tag.